Herzlich willkommen, Folks, zu Rayman Adventures. Es geht nun weiter. Ich hatte gerade eine männliche Zwickmühle durchzustehen. Und ja, den letzten Part habt ihr hoffentlich gesehen. Dann wisst ihr, wovon ich rede. Jedenfalls kann ich jetzt problemlos weitermachen mit dem nächsten Level. Wir müssen noch 18 Minuten warten, bis das nächste Ei schlüpft. Ich denke mal, ich werde es auch gleich beschleunigen. Jedenfalls kommt jetzt erstmal ein Level mit Zeit. Ja. Ein Level mit Zeit bedeutet immer, dass man sich... Ja, ich kann mir gar nichts mehr leisten. Vergesst es. Dann werde ich so durchstehen. Weil ich ja ein Superheld bin. Yeah! Huch, was ist das denn? Ey, Junge. Du kannst auch ruhig mal hingucken, wenn du gegen irgendwas trittst, ja? Tritt der mich einfach... Ja? So einfach. Ach Mist, ich wollte dich treffen. Junge! Ja, komm. Komm. Hier, friss eine Keule. Tschüss. Und jetzt möchte ich was sehen hier, ja? Zack! Zack! Auf den springe ich drauf. Einfach rotzfrech. Weil ich es kann. Warte mal. Ich hätte doch einfach... Hätte ich da unten hingekonnt? Keine Ahnung. Es muss aber auch nicht schon wieder so schwierig sein hier in diesem Level. Nein, hätte ich nicht. Was ist denn das jetzt hier schon wieder für Mist? Ja? Komm. Mann, werden die Levels noch schwieriger, oder? Muss ich hier denken, dass ich hier im Kindergarten bin und ich ein Kindergartenspiel spiele? Weil das ja so leicht ist. Nee, so ist das natürlich nicht. Wir sind ja hier im... Ja, in was sind wir eigentlich? In einem Level. Ich will da immer hochspringen, ja? Nein. Vor allen Dingen, ich mühe mich hier ab. Aber letztendlich ist es ja so, dass ich gar nicht alle auf drei retten kann. Alle drei Fuzzis. So, komm, was machst du jetzt da oben? Mensch, was ist denn das jetzt hier? Ja, okay, dann wir... Komm, Mann. Ja, ist gut mit diesem Level, ist gut. Machen wir das nächste. Ja, und jetzt kommt das schwierige Level, ja? Nö, vergiss es, jetzt machen wir erstmal schön das Sucher-Level hier. Oh, am Strand, ja? Okay. Nee, ich kann mir keinen leisten. Ich habe das echt ruiniert hier beim letzten Mal. Und, nee, da muss ich jetzt selber ein bisschen suchen. Aber schauen wir uns mal das hier Ganze an. Sieht ja richtig nice aus. Das ist der Strand. Oder beziehungsweise die Wassergegend hier, die ich halt von Origins kenne. Das ist ziemlich cool. Ja. Schöne Gegend. Schönes Level. Da bekommt man Urlaubsfeeling. Oh, und ich kann es auch nur empfehlen, ja. In die Wasserwelt in Rayman Origins war richtig, richtig nice. Besonders der Soundtrack vor allen Dingen auch. Was habe ich jetzt? Ah. Also der Soundtrack, der war richtig cool. Richtig cool gemacht irgendwie. Gut. Das haben wir. Ah, da oben ist noch ein Seil. Zwei. Dann werden wir da mal hochklettern. Und mal gucken, was es da so gibt. Warte. Ah, eine Münze. Okay, jetzt haben wir hier noch was Schönes. Ah, ich sehe schon. Spring. Und hier haben wir einen Schalter. Und mit diesem können wir hier zack machen. Zack. Genau. Und hier zack. Gut. Was gibt's hier denn so Schönes unter Wasser? Hm. Tiefseefische an der Oberfläche. Nee. Gut, hier war jetzt nichts weiter. Dann gehen wir mal weiter. Mal sehen, ob wir auch jetzt hier unter Wasser kommen. Wie in Rayman Origins. Oh ja, das sieht... Das, ey, ist wirklich geil gemacht. Halt, ich hänge. Halt! Ah, jetzt nicht übermütig werden hier. Cool gemacht, ja, so läuft das in Rayman Origins auch ab, dass man dann am Anfang an der Oberfläche ist und dann geht's dann halt in die Tiefsee. Wo denn so einige gefahren worden mit Stacheln und ja, alles was so die Tiefsee bietet an Gefahren. Da oben ist was. Warte. Was? Ey, verarsche. Gut, was haben wir hier Schönes? Hey, greif mich. Wie komme ich da hoch? Okay, das erste können wir uns greifen.
Opa, wo bist du? Nicht, dass ich hier wieder, ne? Nee, warte, da gab's noch mehr. Da müssen wir nochmal zurück. Ich glaube auch nicht, dass wir da hinten denn hier hinkommen. Das müssen wir jetzt hier machen, wo ich hier bin. Halt, warte, warte. Das kann ich auch kaputt machen. So, okay. Nur damit ich mich zufrieden stelle. So, ja, wie kommen wir jetzt da ran? Da, ich höre Help Me. Ah, okay, ich sehe es. Ich sehe es. Hier. So, ein Schalter. Und jetzt springe ich erstmal kräftig hier nach unten ins Wasser. Und da ist der nächste Käfig. Soll ich euch mal sagen über mich? Ich bin noch nie höher als von einem Meter Brett gesprungen. Ich bin noch nie vom 3 Meter Turm gesprungen. Ziemlich peinlich, oder? Aber naja, man muss ja nicht alles machen. Wobei ich sagen muss, jetzt hat die auch keine Angst mehr davor. Als Kind war das schon alles ein bisschen anders. Aber irgendwie gab es so eine Zeit in meinem Leben, da habe ich irgendwie alle Ängste überwunden. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Wahrscheinlich die Einsamkeit oder so. Wie so ein einsamer Wolf. Die haben dann auch vor nichts mehr Angst, ja. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nochmal zurückrennen. Weil ich der Meinung bin, ich finde irgendwas, aber so sieht es ja nicht aus, ne? Okay, dann gebe ich mich zu geschlagen hier. Immerhin haben wir eine Keule bekommen und ich habe kein Incredible verschwendet. Haha, dann kannst du es begrüßen, Mensch. Bist du nicht ein Wikinger? Du kannst uns mal ein richtiges Wikinger-Essen machen, Mensch. Erstmal mit leeren Händen hier. Na gut, vielleicht bist du ja der Typ, der uns die Keulen gibt. Dann kannst du auch mal ein bisschen großzügiger sein, Junge. Naja. Okay, hier haben wir das nächste Ei. 11 Minuten könnte ich jetzt noch warten. Aber nee, ich muss auch meine Zeitraffer Tranks loswerden. Kippen wir's drauf und gucken, was wir dafür eine kleine Belohnung bekommen. Zeig mal her. Wenn jetzt hier ein silberner Trank drin wäre, wäre es natürlich eine größere Belohnung. Aber statt... Ja, das war sehr produktiv. Hat auch viel gebracht, aber naja. Jedenfalls haben wir da das nächste Ei und da müssen wir jetzt leider ein bisschen mehr warten. Zeig mal, wie viel? Ja, 4 Stunden. Wow, für ein Bronze-Ei. Aber wir bekommen dann natürlich ein neues Monster. Jetzt verschwinden wir erstmal hier aus den Ozean der Opportunitäten. Ich muss sagen, es ist ein sehr interessantes Biom. Nenne ich das jetzt einfach mal. Mir gefallen auch die Levels irgendwie, aber der Schwierigkeitsgrad, der nagt so ein bisschen an meinen Nerven. Wir gehen jetzt einfach mal Olympus Maximus. Spontan. Und ich habe die erste Tagesaufgabe abgeschlossen. Jetzt sind wir hier. Wie es aussieht, gibt es hier nur... Achso, dann müssen wir noch einen Song aufnehmen wieder. Mal sehen, ob eure Ohren das ertragen können. Da glitzert's. Komm, wo bist du? Hallo, es glitzert. Da glitzert's. Tada! Ein neues Monster. Minzy! Okay, das klang nervig. Und das dürfte sogar das erste Monster der Familie sein. Nicht schlecht. Gut, schnell, schnell, schnell. Wir haben keine Zeit. Das Video muss auch ein bisschen mehr gefüllt sein. Aber Minzy ist halt hier der Star des Videos, nicht des Tages, aber des Videos. Gut. Und wenn wir schon mal einmal hier sind im Baum, dann können wir auch schon ein Musikstück spielen. Ey, cool, Opernsängerin oder was? Ne, ist sie eigentlich eine... Oder ein Zwitter? Okay. Gut, das war unser Song. Gratuliere. Tschüss. Naja, jetzt sind wir also hier in Olympus Maximus und ein Suchenlevel. Ein Einsabbel. Oh man, Level, Fetze, sabbelt doch nicht immer das gleiche, Mensch. Du weißt, dass es ein Einsammellevel ist. Komm, dich nehmen wir mit. Oder? Nö. Nein, dich nehmen wir nicht mit. Nö, du stinkst, geh weg. Dich heben wir vielleicht auf für irgendwas anderes. So, los geht's. Und hier haben wir wieder unsere hektische Musik, wo man denkt, ja, da denkt man halt, dass man... Nein!
Schwein, rette uns. Gut, also jetzt geht's mal nach unten. Das ist auch wieder eine Erneuerung. Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht so. Außer, dass du halt in diesen einen Level, wo ich flüchten musste. Und jetzt ist aber so halt die Situation, dass ich hier, ja, mal nach unten muss, bequem. So nennen wir das, bequem nach unten. Halt, nee, das... Was ist... Hä? Wo war ich? Ist das ein Geheimnis? Nee, da ist doch gar nichts. Mensch, Raymond! Hast du Halluzinationen oder was? Nee, das wollen wir nicht. Aber lieber Halluzinationen als Sprachfehler. Aber eigentlich war es mit Absicht so gesagt. Egal, los! Schnappen wir uns das Riesenschwein? Ja, komm mit! Du kannst uns eine große Hilfe sein. Zum Beispiel, wenn wir Hunger haben. Das füllt den Magen umso mehr. Nee. Halt, was war da jetzt? Ah. Ach, ihr wollt abhauen, ja? Macht ihr das gerne? Nützt euch leider nichts, denn ich bin schneller. Haha. Okay. Jetzt geht's hier hin. Und hier haben wir ein Geheimnis. Wetten ja. Halt. Halt. Achso. Allzu verwirrend dürfte es eigentlich gar nicht sein. Gut. Da, 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 la. Oh Mann, nö. Halt mich doch nicht auf, du blödes Schwein. Schwein, du. Alright, seht ihr? Die finden das toll, dass ich das sage. Hier ist noch einiges einzusammeln. Okay, das sollte aber erstmal reichen. Ja, ey. Jetzt nerv mich nicht. Schwein. So. Ah. Einfach mal so randommäßig ein Geheimnis entdeckt. Zack. Ja, wie es aussieht. Ah. Warte, warte. Jetzt komme ich dahin. Und komme dahin. So. Ich möchte aber noch die restlichen hier einsammeln. Sieht jetzt nicht so aus, als ob ich hier das beste Ergebnis erziele. In diesem Level. Aber ich möchte wenigstens es versuchen. Hui. Ah, da bist du. Hat leider nicht gereicht. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn jetzt hier wieder übersehen? Ne? Was habe ich übersehen? Eigentlich gar nichts. Also ich war mit mir zufrieden. Egal. Aber vielleicht gab es ja wieder eine fiese Stelle in der Wand, wo man hätte durchspringen müssen. Jetzt kommen wir jetzt erstmal wieder in Klatschlevel und das brauchen wir natürlich. Ne? Brauchen wir das? Ja, warte mal. Soll ich euch mal ein Geheimnis erzählen? Diese Typen hier, diese Gegner, wenn ich die sehe, erinnern sie mich irgendwie, jetzt kommst du, an ein Telefon. Und besonders wenn sie rot sind, dann ist das das geheime rote Telefon von Batman. Ja. Auch schon witzig, wenn sie einen irgendwelche Gegner an irgendwas erinnern, was eigentlich gar nicht lebendig ist. Achso, wir haben übrigens hier wieder ein hektisches Level, aber das merke ich erst jetzt. Naja, was soll's. Ich hoffe mal, ich komme da gut durch jetzt beim ersten Versuch. Ja, beim ersten Versuch, komm, das schaffe ich. Und dabei noch reden. Cool, ich könnte Let's Player werden. Ah ne, bin ich schon. Okay. Was könnte ich denn noch werden? Die nächsthöhere Stufe von Let's Player? Gut, das war also das Level. Ich habe nichts gesagt. Und ja, danke. Das wollte ich doch sehen für diesen Part. Okay, da haben wir das nächste Ei. Ich werde das Video jetzt hier an dieser Stelle erstmal beenden. Aber zuvor werden wir uns noch ein paar Geheimnisse... Ne, nicht Geheimnisse. Belohnungen abholen. So geheim ist das nun auch nicht, dass ich hier viel Mühe investiert habe, um hier, ja, viel Mühe zu bekommen. Nee. Dann kann ich euch nochmal zeigen, wo ich meine Edelsteine bekomme, wenn ich offline bin. Warte mal, muss ich ja selber erstmal nachdenken. Haha. Nee, warte, hier. Rechts oben im Geschäft und dann sieht man hier Werbung ansehen. Und dann bekommt man 5 Edelsteine gratis. Das mache ich mal kurz. Tata, da sind sie.
Ja, da seht ihr mal, was ich mich antue hier extra, nur um an Edelstein zu kommen. Ne? Das erspare ich euch natürlich. Und das war's jetzt erstmal für diesen Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis, ciao.